Hallo zusammen zu einem weiteren Clip mit mir an dem Josephine Wall Bild Luna. Mein WIP-Go für Diamond Painting ist fertig. Und was auch fertig ist, ist diese komplette Strecke an dem Bild von der oberen Bildkante bis hier. Also alles da hoch ist fertig, hier ist noch nicht fertig. Und ich mache das jetzt so, dass ich halt eben gucke, welches. Nee, ich gucke der Reihe nach, was offen ist. Dieses Symbol suche ich mir raus. In dem Fall das hier. Das klebe ich dann. Die ganze Strecke so weit nach unten. Wird wahrscheinlich nicht alles erwischen, aber es ist zumindest dann in dem oberen Bereich hier weggeklebt. Das ist zu. Und ja, wenn ich meine, ich habe die Farbe fertig, suche ich mir das nächste Symbol, das nächste und so weiter und so weiter. Und ich fahre damit eigentlich echt ganz gut. Also, das läuft. Das gefällt mir soweit. Deswegen werde ich das auch erstmal weitermachen. Und so halt eben nach und nach dieses Bild hier fertigstellen. Ich freue mich einfach nur, dass ich Diamond Painting WIP Go so halt fertig habe für den Monat. Und ich habe hier auch ein bisschen weiter gemacht seit dem letzten Stream. Also hier unten ist einiges dazu gekommen. Ich habe das Bild einfach liegen gelassen und mir gedacht, ja, machst du halt mal, machst du mal. Ich habe gemacht und das war ganz gut. Also es hat ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist ja immer schön. Ja, ich habe jetzt die letzten Tage ein paar Videos geguckt. Im Bereich, ich sag mal, Politik, also es betrifft alles Amerika, möchte ich mal dazu sagen. Ich weiß also nicht, inwiefern das hier auch zutrifft. Aber wenn das so ist, ja, scheiße, noch eins, wir sind verloren. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, die Generation, die werden ja unterteilt in die sogenannten Babyboomer und Millennials, Gen Z, Gen Alpha und so weiter und so weiter. Also Gen heißt Generation oder Generation. Und Babyboomer war so 60er Jahre. Und kam noch in deine? Oder zwei dazwischen. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Dann kamen die Millennials. Die sind von, ich glaube, 80 oder 81 bis 96. In dem Zeitraum wurden die geboren. Da ist noch ein Auge. Ja, und dann danach. Nee, Gen Z ist dann danach und dann glaube ich kommt Gen Alpha. Ist ja auch egal. Kann man ja googeln, wenn man das unbedingt wissen möchte. Aber die Millennials, die sind jetzt so mein Alter. Ja, Mitte 20 bis Ende 30. Und die haben meistens ja alle schon Kinder. Und diese Kinder gingen in die Schule. Und sind jetzt entweder Arbeiter, Lehrkräfte, sonstiges. Und die unterrichten jetzt auch noch teilweise Kinder aus meiner Generation. Und im Grunde nennen sich diese Generation iPad-Kids. Kann man auch sagen. Also Kinder,
Das ist ja etwas, was ich schon öfters mal bemängelt habe. Oh mein Gott, Entschuldigung. Öfters mal bemängelt habe, dass man halt einfach ein Kind in die Welt setzt, das dann von iPad setzt oder ein Tablet halt im Allgemeinen oder ein Handy und sagt, ja, das wird schon passen. Kann sich hier irgendein dummes Programm angucken und ich habe meine Ruhe. Und diese Kinder, das wird ja jetzt nicht besser mit der Generation von den jetzigen 5-Jährigen und 10-Jährigen und so. Was ich da teilweise gehört habe, also Amerika, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das hier auch so ist. Und ich hoffe nicht, weil wenn, dann, wie gesagt, ich glaube, dann sind wir verloren. Die Kinder in Amerika, die in der 7. Klasse sind, können nicht rechnen, nicht schreiben, nicht lesen. Die in der 7. Klasse können teilweise schlechter lesen, schreiben und rechnen als 5. Klässler mit einer Lernschwäche. Das müsste euch mal geben. Und das ist jetzt nicht nur ein einziger Lehrer, der sich da beschwert hat. Ich habe da Videos von vielen verschiedenen Lehrern gesehen. Und eine Ballettlehrerin, ich glaube, das ist einfach da drüben eine Art Volkssport unter den Mädels gefühlt. Die hat eine Klasse mit 5-Jährigen und da hat sie halt eine dieser Kinder aufgefordert, doch bitte auf ihrem Platz zu sitzen oder zu stehen und zuzuhören. Und das 5-jährige Mädel sagt, nee, halt die Klappe, du bist nicht meine Mama, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Ja, okay, dann bitte hau ab. Wäre dazu meine Reaktion. Aber diese Lehrerin, die war sehr geschockt, was ich gut verstehen kann, weil ich meine, das von einer 5-Jährigen zu hören, ist schon nicht ohne. Also wenn ich damals so mit meinen Eltern geredet hätte oder mit Erziehungsberechtigten, ich glaube, ich hätte so eine richtige Ohrfeige erhalten. Aber so eine richtige. Ich rede jetzt nicht einfach nur von so einem sowas sagt man nicht, sondern ich wäre wahrscheinlich einfach 3 Straßen weiter geflogen. Und ich denke, vom jetzigen Punkt aus würde ich auch sagen, zu Recht. Und ja, die Kinder, die jetzt so 13, 14 was sind, 12, 13 was, die haben keine Auffassungsgabe, keine richtige. Das Einzige, was die nämlich da drüben werden wollen, ist Social Media Influencer. Auch in Großbritannien ist das wohl ganz stark im Kommen. Dieser Wunsch. Ich glaube, das ist hier zwar auch, aber nicht ganz so extrem. Aber die Kinder werden einfach zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, ganz ehrlich, viel kannst du da auch nicht mehr machen. Ich meine, ich denke, dass das auch vielleicht den ein oder anderen Vorteil mit sich bringt, weil ich kann mich erinnern zu meiner Schulzeit, streng dich an, schreib gute Noten, lern was Ordentliches, damit du dann irgendwann studieren kannst, um einen guten Job zu bekommen, um viel zu verdienen. Das ist das, was ich früher mitbekommen habe. Wie gesagt, in Amerika ist das jetzt auch nicht mehr so, also studierte Jobs zahlen teilweise weniger als Handwerksjobs, das ist auch schon krass. Aber ich denke, wenn die Kinder da drüben so, einige YouTuber nennen das dumm, ich glaube, man kann es auch ehrlich gesagt nicht viel anders beschönigen oder so. Ich denke, dass sich da dann das Problem der handwerklichen Fachkräfte
auch von alleine löst. Weil wenn du nicht lesen, rechnen, schreiben kannst, dann kann man dich auch nicht wirklich in ein Büro setzen. Dann kannst du höchstens eben auf eine Baustelle gehen und dann einen Hammer schwingen, obwohl du selbst da rechnen musst. Also, Mathe ist einfach etwas, was du immer brauchst. Immer. Jetzt von Hobbys oder so mal abgesehen, aber wenn du in ein Geschäft gehst und dann steht da, wir haben 30% reduziert, ist es schon mal nicht verkehrt zu wissen, wie viel das ungefähr sein könnte. Einfach mal grob überschlagen. Das sind alles Fähigkeiten, die ja teilweise keiner mehr kann. Einerseits, weil es lange her ist von der Schulzeit und man sich halt denkt, ja, das brauche ich nicht mehr. Aber in einer Strickgruppe habe ich halt auch gelesen, ja, Mathe und Prozentrechnen, das ist so gar nicht meins. Das sollte man aber schon können. Ich meine, Prozentrechnen, das kommt dir immer wieder mal über den Weg. Aber ja, da drüben in Good Old America ist das nicht denkbar. Die können ihren Namen nicht buchstabieren. Die wissen ja teilweise noch nicht mal, wo sie wohnen, in welchem Staat. Die wissen nicht, wer Präsident ist. Ja. Also diese Generation, die jetzt im Moment so hauptschulenmäßig da unterwegs ist, die ist zum Scheitern verurteilt. Zum Großteil, denke ich. Also es wird sicher die ein oder andere Ausnahme geben. Aber ohne Witz, ich denke, so Basic-Rechtschreibkenntnisse sollte man doch schon mitbringen. Weil sonst wird es mit einem Job wirklich schwierig. Also, richtig. Ich meine, die Videos, die ich dazu gesehen habe, das waren einerseits so Reactions, beziehungsweise Kommentarvideos dazu und. Hat einer gesagt, ja, ich habe mich in meiner Zeit auch nicht für Schule interessiert. Der ist jetzt, ich meine auch so Anfang 30. Ich habe auch Schule geschwänzt, sagt er, und bin nicht hingegangen, weil ich nicht wollte. Und ja, mein Gott, ich meine, das hast du halt immer wieder mal. Ne? Diese Fälle waren Ausnahmen. Momentan ist es so, dass halt über die Hälfte oder 90% der Schüler so sind. Also die Ausnahme ist jetzt wirklich jemand, der sich benimmt. Und er hat auch gesagt, ja, ich konnte nicht lesen, schreiben und. Und meine Mutter, die hat mir ein Videospiel gekauft, hat er erzählt. Und sie hat ihm ein recht schwieriges Spiel gekauft und auch gesagt, ja, du kannst ja eh dann das Spiel nicht lösen. Hier, ich hole dir noch das Lösungsbuch dazu, diesen Strategieguide. Ja, du kannst nicht lesen. Dein Problem, nicht meins. Und er hat dann gesagt, dass er gelernt hat zu lesen. Er hat also lesen gelernt, nur damit er diesen Guide nutzen kann. Ich meine, okay, Hut ab. Hut ab. Das ist eine gute Methode. Und ja, viele andere haben dann auch in die Kommentare geschrieben oder in den Chat, ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe lesen gelernt, damit ich Pokémon spielen kann. Und das ist vielleicht ein dämlicher Grund zu sagen, okay, ich lerne für ein Spiel lesen, aber das hat ja dann noch andere Nebeneffekte. So, oh, du kannst lesen, du hast gemerkt, du kannst dir etwas selber beibringen, wenn du den Willen und die Energie reinsteckst, dann wird das auch erfolgreich und. Also das hat ja auch in die Richtung dann Nebeneffekte. Und die Kinder momentan, die scheren sich einfach nicht drum. Das ist denen egal.
Das ist denn einfach egal. Und ganz ehrlich, ich sehe schwarz. Ich habe Angst. Ich meine, früher zu meiner Schulzeit, wir haben uns auch nicht wirklich Gedanken gemacht, was wollen wir denn später mal werden, weil ich es auch irgendwie von Anfang an schwierig fand, einem 12-, 13-, 14-jährigen Kindern diese Frage zu stellen. Noch dazu, wenn man in einer Volksschule oder in der Grundschule, da willst du Feuerwehrmann oder Astronaut oder ein Tänzer, Sänger, sonst irgendwas werden. Dann in der Hauptschule wird es plötzlich ein Tierarzt. Und dann weiß ich nicht, irgendwas ganz anderes. Was ich sagen möchte, es ändert sich halt permanent mit dem Alter, was du werden möchtest. Und dann halt mit einem so jungen Alter zu sagen, okay, ich möchte das werden, ist für manche nicht möglich. Also ich wusste es eben nicht. Und ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt, dann zu sagen, okay, was möchte ich denn arbeiten oder was möchte ich später mal werden, um in dem Alter halt dann schon festzulegen, wie später mit mir weitergehen soll. Ich fand das halt. Nee, das war nicht gut. Nicht für mich. Und ja, ich meine, irgendwas wird man, irgendwohin geht's ja, ne? So ist es nicht. Aber das ist den Kindern momentan einfach scheißegal. Und ich meine, ich habe hier auch ein paar Gruselgeschichten von Eltern gehört. Die Kinder haben die, ja, ich sag mal jetzt zu 15 was sind, oder 10, also genau eben in dieser Altersspanne, dieser gefährlich. Also wie hier teilweise auf Schulen umgegangen wird oder was da geändert wird, da habe ich mir auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Denkt denn da keiner mal irgendwie weiter als von 12 bis Mittag? Ich meine, ich bin kein Pädagoge, ich bin auch kein Elternteil. Aber dieses, wie nennt sich das? Das haben die ja, glaube ich, abgeschafft. Schreiben nach Hören, wo die Kinder so schreiben können, wie sie wollen für die ersten 2 Jahre und dann erst später werden sie benotet, korrigiert und so weiter, damit sie keine schlechte Erfahrung mit dem Lernen machen. Wo ein guter Freund von mir auch gesagt hat, der hat ein Kind und gesagt, also mein Kind, das hat das nicht verstanden. Ist er einmal so, dann wieder so. Auch gesagt, wahnsinnige Probleme gehabt, haben mehrere Eltern gesagt, mit denen ich darüber geredet habe. Also gesagt, das gab es bei mir dann auch nicht. Nach der Schule haben wir uns hingesetzt mit den Kindern und dann die Vokabeln oder sonst irgendwas gelernt und die Wörter gelernt, damit die das richtig schreiben. Das gab es bei uns nicht, dann zu sagen, ja, du kannst einfach schreiben, wie du willst. Das hat den Kindern natürlich nicht gepasst, aber ganz ehrlich, ich glaube, im Endeffekt war das eine sehr gute Entscheidung. Und das ist halt das, was Elternsein ja auch bedeutet. Für das Kind da sein, dem Kind helfen und nicht einfach nur sagen, ja, weißt du was, ich mach mal die Beine breit, dann hole ich oder ich bringe dann so einen Satans Plag einfach in die Welt und die Schule kümmert sich schon drum. Das hat damals schon nicht funktioniert, das funktioniert heute nicht und das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Die Lehrer haben ja einfach nur die Aufgabe, Sachen zu vermitteln. Erziehen müssen die Eltern immer noch die Kinder. Das ist deren Job. Nicht der von der Schule. Lehrer können dabei helfen. Aber die Arbeit müssen die Eltern machen. Und das finde ich auch so, ja, unverantwortlich von Eltern dann zu sagen, mein Kind, das macht nichts falsch.
Das ist das Beste überhaupt. Du kannst zwar nicht zählen, nicht rechnen, nicht buchstabieren, weiß nicht mal, wo es wohnt, geschweige denn, wie es heißt, aber das Kind ist das Beste. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und ich meine, dass dieses Schreiben nach Hören wieder abgeschafft wurde. Gott sei Dank. Das ist ja mit einer der dümmsten Ideen überhaupt. Ich meine, Innovation und neue Ideen, das ist das eine. Aber man sollte vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, was diese Ideen eventuell für weitere Folgen haben. Und wenn man sagt, hey, ich habe eine Idee, was hältst du davon? Und man fragt 50 Leute und 49 davon sagen, es ist scheiße, sollte man vielleicht davon ausgehen, dass die Idee doch nicht ganz so gut ist. Und das ist sowieso etwas, was ich da drüben in Amerika nicht verstehe. Und ganz ehrlich, ich bin froh, wenn die auf einer Insel sind. Ich bin auch froh, wenn die Engländer auf einer Insel sind, weil das, was da momentan abgeht in Bezug zu diesem Woke-Sein, ist sowas von absolut kernbehindert und fern von jeglicher Realität und allem, was einem irgendwie lieb ist. Ja, meine Güte. Also wenn die da drüben so weitermachen, ganz ehrlich, dann setzen die sich selbst auf Werkeinstellung zurück. Also, boah. Deswegen denke ich mir, lass sie machen. Lass sie einfach machen. Das regelt sich von alleine. Und dann haben wir weniger Ärger. Das passt schon. Lass mal machen. Lass mal laufen. Also wer nicht so recht weiß, wovon ich rede, dieses Woke-Sein betrifft diese ganze Gender-Debatte. Ich bin da ja nicht unbedingt ein Freund von. Sprache auf Biegen und Brechen so zu verbiegen, damit sie eben wirklich allen passt. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auf jeden Fall nicht im Deutschen. Ich glaube, im Spanischen funktioniert das auch nicht. Ich meine, BBC hat eine Sendung gebracht über Pronomen. Also er, sie, es sind Pronomen. Sie sein. Laut BBC gibt es über 100. Und da ist jetzt nicht irgendwie Abwandlungen von sie, er, es gemeint. Nee. Diese dem als Mensch in der als einzelne Person in der Mehrzahl angesprochen werden, ist sowieso. What? Was habe ich heute gehört? TV und Statik? Das ist kein Pronomen, das ist ein Zustand von einem Elektrogerät. Ja, ich möchte ganz gerne als TV bezeichnet werden. Ich meine, sowas kann ich absolut nicht ernst nehmen. Was ich ernst nehmen kann, sind die Leute, die wirklich damit Probleme haben. Also Transleute, die eine festgestellte Krankheit haben in dem Bezug. Weil normalerweise fühlt man sich ja schon in dem Körper, ja, ich will nicht sagen wohl, aber irgendwo geborgen. Man kann sich in gewisser Art und Weise identifizieren damit. Aber ich will nicht abstreiten, dass es Leute gibt, denen es nicht so geht, bei denen das wirklich ein Problem ist. Und die Leute meine ich auch nicht. Ich meine einfach die Leute, die auf diesen They-Them-Zug aufgesprungen sind und sich jetzt überall aufregen, beziehungsweise Männer, die einfach nur eine Perücke tragen, Bartwuchs haben von 50 Zentimetern, ja, ein paar Ohrringe tragen, eine Perücke tragen und sagen, ey, ich bin eine Frau. Du musst mich jetzt als Frau wahrnehmen. Und halt absolut keine Mühe machen, eben dann diesen Weg dieser Umwandlung zu gehen. Sowas ist ja jetzt auch in Schottland, glaube ich, passiert. Na gut, was heißt jetzt? Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Ich habe nur jetzt vor kurzem davon erfahren. Ich mir dann auch gedacht, oh mein Gott, zum Glück seid ihr auf einer Insel. Angeblich ist in
Schottland, ein Sexualstraftäter, in ein Frauengefängnis überführt worden, weil er behauptet hat, er identifiziert sich als Frau, musste dementsprechend auch nur ein paar Formulare ausfüllen, so von wegen Frau, ja, nein, vielleicht, ich mag Toastbrot. Wahrscheinlich dann einfach nur ja angekreuzt und konnte dann da verlegt werden. Und ich weiß zwar auch nicht so recht, wie es passieren konnte. Ich meine, man redet ja heute scheinbar noch drüber. Aber dieser Sexualstraftäter hat Frauen geschwängert. Im Frauengefängnis. Komisch. Ich kenne. Einfach. Maria, weißt du? Paff, da. Es ist frustrierend. Wie gesagt, angeblich. Angeblich. Und ich meine, so Geschichten sind tatsächlich gar nicht so selten. Jetzt zwar nicht unbedingt das mit dem Gefängnis, aber dass Männer einfach nur eine Perücke anziehen und dann auf Frauentoiletten gehen können. Und gut, als erwachsene Frau, man fühlt sich unwohl, ja. Aber wer benutzt diese Toiletten noch? Richtig, kleine Kinder, Mädchen, Heranwachsende, Teenager. Ich finde es dann gruselig, wenn ein bärtiger Mann mit Perücke in der Frauentoilette steht und da stehen darf, weil er sagt, ich bin eine Frau. Nee, geh weg. Ich bin für Pfefferspray. Nee, also da, das sind Dinge, die sind nicht richtig, die machen mir Angst, die, also es macht mir Angst, wie das läuft. Das ist nicht richtig. Sowas ist nicht richtig. Da muss was passieren. Also da muss auch in Amerika was passieren. Das geht nicht. Aber ja, wenn man halt dann dagegen ist oder dagegen spricht, ich sage jetzt nicht so, also ich persönlich, ich bin dagegen, aber wenn man sagt, wenn man dagegen etwas sagt, so, ja. Wenn man dagegen etwas sagt, wird man als homophob und sonst irgendwie bezeichnet. Und ich meine, diese Wörter haben mittlerweile sämtliche Bedeutung verloren in deren Bezug oder in deren Umgebung, in deren Sprachgebrauch, weil die diese Wörter einfach austeilen wie Apotheken Taschentücher in der Kältesaison. Das ist unfassbar. Deswegen. Ich glaube, dass es in Deutschland, was das angeht, noch relativ ruhig und gediegen abläuft. Denn es läuft nicht alles gut und alles rund und alles tutti-frutti. Aber ich denke nicht, dass wir so Diskussionen haben wie, was ist eine Frau? Also ich habe das jetzt hier noch nicht mitbekommen. Kann aber sein, dass das an mir einfach vorbeigegangen ist. Und wir auch so Diskussionen haben auf politischer Ebene. Was ich nicht hoffe, weil ich glaube, dann werde ich mir einfach bei einer Bank ganz viel Geld leihen, irgendwo eine Insel kaufen. Ist mir egal, ob im Norden oder im Süden. Egal, ob auf der nördlichen oder südlichen Halbkugel. Egal, ob im kalten oder warmen Klima. Ich möchte dann einfach nur eine Insel für mich. Und für Cass. Er kann sich Fisch fangen. Und ich kann Bananen essen oder so. Aber. Das ist definitiv, weiß ich nicht. Es macht sprachlos. Man sitzt als erwachsener Mensch vom PC, sieht diese Diskussion und man spürt einfach förmlich, wie das Hirn Blasen wirft, wenn man diese Leute reden hört und hört, was da passiert und sich einfach nur denkt, okay, Moment, wir haben folgende Probleme. Folgende größeren Probleme. Und es wird darüber diskutiert, ob TV und Statik ein Pronomen ist oder sowas. Wow. Okay, gut. Schwerpunkt vollkommen, vollkommen verlagert. Und ja, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, ich habe das hier nicht mitbekommen. Und
Ich hoffe auch, dass das hier nicht zu einer solchen Welle aufkommt und heranwächst, weil, wie gesagt, da brauche ich eine Insel für mich. Da darf auch dann keiner her und hin und überhaupt. Nee, das will ich nicht. Ach Mann, ja, ich weiß, es war jetzt keine so schöne, fröhliche Folge was oder ja, wenn ich es denn Folge nennen möchte. Aber das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat in den letzten Tagen und auch heute und auch fassungslos macht, weil, naja, ich meine, in der Zukunft. Beziehungsweise in der Vergangenheit, als wir Kinder waren, wir so mit End-30er, ne? Und vielleicht auch eben die Generation vor uns, die hat sich gedacht, boah, in der Zukunft, was da alles kommen wird, ha? Ich meine, fliegende Autos oder weiß ich nicht, diese ganzen Science-Fiction-Filme, die man früher gesehen hat oder auch Bücher, die man gelesen hat in die Richtung. Das sind halt so Einblicke, die man in die Zukunft bekommen kann. Es ist zwar noch nicht wahr, es ist Fiktion, aber es ist eben eine Möglichkeit. Es ist eine Chance, wie sich die Zukunft entwickeln kann. Ja, Und wir lassen Männer in ein Frauengefängnis, weil er sagt, jo, ich bin Frau, ne? Ich infiziere mich als Frau. Wir haben Kinder, die nicht richtig schreiben und buchstabieren können. Und ich meine nicht Kinder, die eine Leserechtschreibschwäche haben. Ich meine ganze Klassen. In Florida haben sie überlegt, die Schulen oder wer auch immer dafür zuständig ist, was für ein Schulboard oder wie auch immer, ist ja egal. Die Bedingungen, Mathe, Schreiben, Lesen komplett als Notwendigkeit zu entfernen und einfach nur als optionales Lernfach zu lassen. Als Option, optional. Die Kinder können sich aussuchen, ob sie daran teilnehmen möchten. Weil einfach so viele keinen Bock mehr haben und so schlecht da drin sind, dass sie einfach ohne irgendwelche Anforderungen in diesen Gebieten von der Schule gehen können. Und ich glaube, diese Neuigkeit ist so 3, 4 Monate alt. Also das ist heute erst zu mir gekommen. Ich lese keine Nachrichten, ich gucke keine Nachrichten. Das sind einfach nur jetzt recht politisch inspirierte oder politisch geladene Videos, die ich mir in letzter Zeit angucke. Und ich glaube, davon gehe ich auch wieder weg, weil das ist sowas von frustrierend, dass ich einfach nur noch heulend ins Bett gehen möchte, wenn man sich da einfach nur länger mit beschäftigt als notwendig. Nee, nee, nee. Aber ich werde das hier jetzt beenden. Ich werde das Video beenden. Ich werde das Kleben hier beenden. Ein bisschen was habe ich gemacht. Man erkennt hier ja die Bäume schon. Was ich ganz cool finde. Man erkennt hier den Schweif vom Wolf. Der ist hier. Hier unten sind die Beine. Ich weiß nicht, wie sehr man die erkennt. Ja, und der Rest hier unten ist halt Schnee. Und wenn ich diesen Streifen hier komplett fertig habe, rutscht das Bild hoch und ich habe bis. Ja, gut, ich habe hier auch schon vorgeschnitten. Das heißt, wenn ich das hier fertig habe, geht es hoch und dann in diese Richtung wieder zurück, denke ich. Ich mache das so schlangenlinienförmig. Ja, gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.